Ja, wir waren eine kleine, aber feine Arbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgruppe, die sich zusammengefunden hat im Raum Energie. Das war unser Ausgangspunkt, dass man also Energie auch anders sehen kann. Energie ist etwas, was der Körper aufnehmen kann, und wenn er es ordentlich und in richtiger Dosierung aufnimmt, kann er sich sehr wohl fühlen, und das kann zum Gesund erhalten und zum Gesundfühlen beitragen. Das war so der Einstieg, dass auch die Räumlichkeit uns eigentlich den Anstoß gegeben hat. Die Debatte in unserer Arbeitsgruppe war einmal auf dem Beschluss vom Frauenplenum von Rostock fußend angelegt. Wir hatten dort in Rostock ja nicht genügend Zeit, uns über die Gesundheitskampagne ausführlich zu unterhalten. Wir hatten dort diesen Antrag verabschiedet und haben aber gesagt, jetzt wo die Vorschläge von Rösler auf dem Tisch liegen, muss natürlich das Ganze auch angepasst werden, muss jetzt, wo die genauen Vorgehensweisen dargelegt sind, das auch so entsprechend ausgerichtet sein. Wir hatten auch im Vorfeld dieser Arbeitsgruppe in unserer Frauenarbeitsgemeinschaft LISA ein Bundestreffen, auch hier in Leipzig. Und wir haben uns dort mit dem Thema Frauen und Gesundheit sehr intensiv beschäftigt und hatten eigentlich auch vorgeschlagen, diese Arbeitsgruppe, so einen Workshop durchzuführen. Überschrift für unsere Arbeitsgruppe sollte sein, Gesundheit ist Frauensache. Und hier müssen wir auf verschiedenen Ebenen, oder können wir das auf verschiedenen Ebenen anlegen. Einmal, Frauen als Versicherte sind natürlich von den Entscheidungen im Gesundheitswesen abhängig und betroffen. Meist oder in vielen Fällen sind sie nicht mehr Versicherte, sondern nur Mitversicherte ihrer verdienenden Ehemänner. Frauen in der Gesundheitserziehung sind Vorbild für ihre Kinder, sind teilweise auch in Erzieherinnenberufen Vorbild für größere Gruppen von Kindern und Jugendlichen, und oft sind sie in der Familie auch Vorbild für ihren eigenen Mann oder für ihren Lebenspartner, die ja oftmals einen sehr liederlichen Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit haben. Frauen sind aber sehr stark im Gesundheitswesen beschäftigt, sowohl in den Pflegeberufen als Krankenschwester, als Pflegerin, aber es wurde auch festgestellt in unserer Arbeitsgruppe, dass der Arztberuf immer mehr ein Ärztinnenberuf wird, dass es eine Feminisierung des Arztberufes gibt, dass es da also auch Untersuchungen dazu gibt, und dass damit auch die Frage, dass Frauen für die Gesundheitspolitik oder in der Gesundheitspolitik betroffen sind, natürlich auf diesem Gebiet entsprechend geachtet werden muss, wie das Ganze ausgehandelt wird. Die Gesundheitskampagne, die ja ein Bestandteil der Herbstaktivitäten oder der Herbstkampagnen sind, der Partei, ist breit angelegt. Sie ist angelegt gegen die schwarz-gelbe Gesundheitspolitik. Sie ist so angelegt, dass man sich in die Netzwerke vor Ort mit hineinbegibt, dass man mit anderen Vereinen, mit anderen Akteurinnen, Akteuren dort gegen diese schwarz-gelbe Gesundheitspolitik mobil macht. Ein Beispiel ist zum Beispiel diese Unterschriftensammlung des DGB, Köpfe gegen die Kopfpauschale, lag ja auch hier in den Räumen aus, wird in vielen Gruppen, wird in vielen Kreisen mit unterstützt für den DGB, werden Unterschriften gesammelt. Man muss nur aufpassen, dass auch unser Anteil dann entsprechend auch ausgewiesen ist, dass das nicht nur der DGB alleine macht. Auch wenn die jetzigen Beschlüsse nicht Kopfpauschale pur sind, sondern durch den Zusatzbeitrag, der ja gefordert werden kann, ab nächstes Jahr nur eine gewisse Aufweichung stattfindet, befürchten wir, dass gerade durch diese Art und Weise Frauen sehr stark betroffen sein werden und dass man also jetzt aber auch in guter Position ist, um das zu erläutern, um dagegen vorzugehen. Und wir haben ja verschiedene Flyers, liegen hier vorne welche aus. Gesundheit ist keine Ware, für eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung statt Kopfpauschale, dass wir also diese Argumente unserer Partei zugänglich machen müssen und im Rahmen der Gesundheitskampagne auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen müssen. Wir haben weitere Bereiche des Gesundheitswesens angesprochen. Wir hatten den breiten Bereich der Altenpflege. Auch hier sind sehr, sehr viele Frauen beschäftigt, teilweise auch sehr prekär beschäftigt. Wir haben aber auch gesagt, dass die Frage der Pflege eine Frage ist, wo Geschlechtergerechtigkeit neu gedacht werden muss. Oft sind es Frauen, die ihre
Angehörigen oder die in der Familie pflegen, die also sehr zeitig aus der Berufstätigkeit ausscheiden und sich eben dieser Sache annehmen. Sie pflegen dann später, weil sie ja oft sehr gesund gelebt haben, ihre Ehemänner. Und wenn sie selber dann krank sind, ist keiner mehr da, der sie pflegt. Also so ist mal das auch dargestellt worden, wie auch Abläufe in der Familie sind, dass eine neue Denkweise hier notwendig ist und dass hier auch dieser Bereich der Pflege auch aus feministischer Sicht mal ganz neu beleuchtet werden muss. Wir haben den Bereich der Pharmaindustrie kurz gestriffen, haben festgestellt, dass der Einfluss der Pharmaindustrie auf das Gesundheitswesen begrenzt oder eingeschränkt oder möglichst ganz vermieden werden muss. Es ist gefallen, wir brauchen im Gesundheitswesen eine Abrüstung. Also dass nicht immer mit neuen, teuren und teilweise nur neuen, sondern nur neu verpackten Medikamenten hier ein Anstieg an Kosten verursacht wird, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Das Gesundheitswesen darf nicht profitorientiert ausgerichtet sein. Das gilt für alle Bereiche, für die Pharmaindustrie, wie auch für das Krankenhauswesen, wie für Pflege, Heime, Pflegestützpunkte und Ähnliches. Hier kommt es darauf an, das Ganze wirklich zu einer Pflichtaufgabe des Staates zu machen und nicht weiter zu privatisieren. Eine wichtige Bedeutung haben Beratungsstellen. Das Netz an Beratungsstellen ist auszubauen. Beratungsstellen auf vielen Bereichen. Hier wurde auch angesprochen, gerade auch Ernährungsberatungsstellen. Das darf nicht kostenintensiv sein. Das muss sich jeder leisten können. Denn hier kann sehr viel präventiv getan werden, um das Gesundheitswesen zu entlasten, um das Gesundheitswesen auch solidarischer zu gestalten. Wir haben insgesamt festgestellt, wie muss ein Gesundheitswesen aussehen, woran muss es sich orientieren. Und da ist der Satz gefallen oder der Satz formuliert worden, wir brauchen ein Gesundheitswesen, das sich fragt, was braucht ein Mensch, um gesund zu bleiben und, wenn er krank ist, wieder zu genesen. Das muss eigentlich das Credo eines solidarischen Gesundheitswesens sein. Dieses Gesundheitswesen muss solidarisch finanziert sein. Es darf keine Zweiklassenmedizin oder auch Mehrklassenmedizin geben. Und hier ist die Idee einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, in die alle Einkünfte einbezogen wird und ohne Bemessungsgrenzen alle entsprechend ihrer finanziellen Leistungskraft einzahlen, unser Ziel und unsere Vorstellung. Wir haben insgesamt dann konstatiert, dass ein gerechtes Gesundheitswesen ein Mosaiksteinchen für eine neue und solidarisch gerechte Gesellschaft ist. Wir wollen darauf orientieren, auch das ist ein Flyer, der vorn ausliegt, dass unter dem Thema Gesundheit ist keine Ware, gesundheitspolitische Positionen unserer Partei aufgelistet sind, in sehr kurzer Form, wie auch die Oma nochmal lesen kann. Und es gibt dazu eine Broschüre, auch unter dem Motto Gesundheit ist keine Ware, wo diese gesundheitspolitischen Positionen in 37 Seiten, glaube ich, waren es aufgelistet sind, auch für die Multiplikatorinnen, die an den Informationsständen stehen, die dann dort auch ihre Argumente sich heraussuchen können. Wir haben eine Aufgabe uns am Anfang gestellt und die konnten wir nicht lösen und nun geben wir sie als Hausaufgabe an alle weiter. Der Begriff Bürgerinnen- und Bürgerversicherung ist ein Monster. Das kann man in der Agitation am Infostand nur sehr schwer den Leuten erklären. Und es wäre sehr schön, wir haben in der Diskussion gemerkt, sehr oft wird Bürgerversicherung gesagt. Auch unsere diskutierenden Frauen haben dann schnell gesagt, die Bürgerversicherung. Aber das ist ja nun wieder nicht richtig. Das ist ja also auch, wenn man nicht ordentlich gegendert, wenn wir von der Bürgerversicherung sprechen. Aber vielleicht findet ihr eine Möglichkeit, wie man das Monster Bürgerinnen und Bürgerversicherung in einen begrifflich richtigen, aber kürzeren Duktus bringen würde. Vielleicht schaffen wir das bis morgen. Danke. Danke, Heidi. Gibt es von euch aus Nachfragen? Ja, bitte. Herr Ebel aus Nordrhein-Westfalen aus Aachen. Zwei kleine Ergänzungen noch. Also der eine Punkt ist der, dass wir Frauen die Gesundheitspolitik zu unserer Sache machen, nicht aus einer defensiven Haltung als Betroffene, weil wir
nur Mitversicherte sind oder im Gesundheitsbereich, im Niedriglohnbereich arbeiten oder Medikamente bekommen, die an Männern, nur an Männern getestet sind, sondern wir machen diesen Bereich zur die Gesundheitspolitik zur Frauensache, weil es eine Frauensache ist, weil es ein wichtiger Bereich ist, politischer Bereich ist, der alle anderen mitbetrifft und weil die Männer eben nicht geschafft haben. Und der zweite Gedanke ist der, dass wir nicht allein dabei verharren wollen, diesen monetären Aspekt der Bürger-Bürgerinnen-Versicherung zu fokussieren, ohne den zu verbinden mit Wirtschaftsdemokratie. Denn sonst bleibt das Ergebnis dieser Bürgerversicherung ja wieder in der Logik der Profitorientierung. Das heißt, wenn wir durch die Bürgerversicherung uns mehr leisten können, mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen können, dann haben wir ja keine Gewähr dafür, dass das nicht wieder nur den Geschäftsideen nützt. Und ich habe eben die Erfahrung im Gesundheitsbereich gemacht, dass wenn ein kleiner Fortschritt durch Frauenorganisationen erreicht worden ist, dann wurde da immer sehr schnell eine Geschäftsidee daraus, die wieder Profit abgeworfen hat, die zu unserem Nachteil war. Deshalb der Appell, nicht nur auf den monetären Aspekt beschränken, sondern immer mit der Forderung nach Wirtschaftsdemokratie in Verbindung setzen. Anke und dann Gabi. Also, ich bin dafür, dass wir wirklich da ansetzen, wo die Misere herkommt. Ich wäre dafür, und zwar bei der Pharmaindustrie, ich wäre dafür, dass wir unsere Abgeordneten im Bundestag auffordern, sich massiv gegen diese Pharmalobby einzusetzen, und zwar, dass die keinen oder kaum Einfluss noch in der Regierung haben oder ihre Lobbyisten dahin setzen. Also mal ganz konkret, weil das alles zu beanstanden und was zu machen, das bringt es nicht. Wir müssen also wirklich an die Ursache ran. Da nützt das ganze Feststellen und drumherum reden, was wir alles noch machen müssen. Die machen sowieso, was sie wollen und viele Menschen sind schon daran gestorben. Und die Pharmaindustrie lebt nur von Kranken und nicht von Gesunden. Das wissen, glaube ich, fast alle. Ist das Mikro an? Ja. Ich versuche es mal mit dem Mikro, sonst versteht mich niemand. Ich fand diesen Einsatz, den Heidi gesagt hat, wichtig und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Es muss um Gesundheit gehen und nicht um Krankheit. Also es muss darum gehen, wie erhalten wir Gesundheit und wo fängt das an? Mit Gesundheitserziehung in der Kita, mit einer anderen Schulpolitik und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir diesen Aspekt mitdiskutieren, bekommen wir auch einen anderen Fokus in die ganze Diskussion rein. Natürlich geht es dann auch darum, wie wird man wieder gesund, wenn man krank ist. Aber umso weniger Leute krank werden, umso billiger, sage ich jetzt auch mal im Nachhinein, wird dann hinten das System, das wieder gesund machen. Und umso mehr Geld haben wir vielleicht vorne für Gesundheitserziehung, für gesündere Lebensweise und so weiter. Gut, wenn ich jetzt so mein Blick zu schweifen lasse, sehe ich jetzt keinen aktuellen Nachfragebedarf mehr. Und würde dann sagen, wir kommen jetzt. Achso, bitte. Ja. Vielleicht nochmal ein Satz, was mir ganz wichtig wäre bei unserer Gesundheitspolitik. Der geht also ziemlich stark immer wieder unter. Wir haben hier in der Bundesrepublik Deutschland eine gesetzliche Krankenkasse. Und trotzdem fühlen sich die gesetzlichen Krankenkassen auf, als ob das eigene Firmen wären. Weil wenn sie irgendwelche Gelder übrig haben, wird das in Neubauten umgesetzt, es wird in Managergehältern umgesetzt und das vermisse ich jetzt absolut an diesem Punkt. Ich bin der Ansicht, die gesetzliche Krankenkasse sollte auch unter dem Gesetz stehen und da sollten auch irgendwelche Normen eingebracht werden. Wie viel verdient ein einzelner Manager? Es kann nicht sein, dass der eine da 100.000 bekommt und der andere im anderen Land 1.000 oder so. Also da sollte die Regierung sich wirklich dran setzen, was zu machen. Da wir ja bekanntlich nicht in der Bundesregierung sind, können wir irgendwie eine solche Forderung nur so aufnehmen, dass wir sagen, okay, unsere Fraktion kämpft weiter, wir versuchen irgendwie die Menschen zu überzeugen und möglicherweise dann also mit guten Argumenten beim nächsten Mal noch mehr Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, uns zu wählen. Also das ist, denke ich, so der Weg. Das sollten wir immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also im Augenblick sind wir auf Bundesebene um die 10%-Partei.
Wobei das Thema Krankenkassen auch eine breite Rolle auch bei uns gespielt hat, aber zwei Stunden bin ich eben nicht so schnell zu sein.